Nachdem wir den Ularing Rock verlassen hatten, besichtigten wir noch diverse Outback-Friedhöfe. Das hat nichts mit einer Vorliebe für Nekromantie zu tun, wohl eher um mehr über das vergangene harte Leben hier im Outback vor 140 Jahren zu erfahren. Danach besorgten wir uns in Lavatons Cop Shop ein Permit, damit wir durch das Aborigine-Gebiet über die Great Central Road fahren durften, und lagerten ebenfalls unsere beiden Kajaks dort, da sie wohl die Rüttelpiste nicht überleben würden. Abgesehen davon bekamen wir noch einen Multipass für diverse Übernachtungen abseits der Hauptroute im Aborigine-Gebiet durch das Red Center, sowie eines für das Befahren der Gunbarrel Road. Die Aborigine-Kopffrau briefte uns dann, dass das Outback gefährlich sei, wir genug Nahrung, Wasser und so weiter dabei hatten und dass wir uns in Warburton zur Gunbarrel Road abmelden sollten. Es komme Regen und das gesamte Outback würde unpassierbar werden. Wenn wir uns jemals hier zum Abholen der Kajaks wieder bei ihr melden würden, würde sie die Abmeldung von der Gunbarrel nach Warburton weiterleiten, grinste sie. Unterwegs beobachteten wir unsere ersten Dromedare in Australien, die ebenso verwundert wie wir waren, als sie uns sahen. Irgendwie erinnerten sie uns an Deutschland. Wir wussten auch nicht warum. Da der Tag schon weit fortgeschritten war, ist es im Aborigine nicht so, dass Johnny Walker kommt, wie in der Werbung. Nein, Alkohol ist dort bei einer Strafe von $50.000 auch verboten. Also außer Hitze ist nichts da. Wir fanden neben der Great Central Road einen Outcrop, der uns eine Abkühlung von den 38 Grad Celsius auf 35 Grad bescherte. Nach einer Dusche genossen wir den Sonnenuntergang in erneuter herrlicher Einsamkeit. Für den nächsten Tag planten wir einen Abstecher in die Aborigine-Community Cosmo Newberry, einer ehemaligen Strafkolonie. Dort im Nirgendwo suchten wir eine alte Quelle mit Wasserrad, wo wir die Nacht verbringen wollten. Eine Straße war nicht vorhanden, aber wir hatten die GPS-Koordinaten und so bahnte sich unser Cruiser den Weg durch einen halben Meter hohes Gras. Wir fanden tatsächlich die total verwahrloste Stelle, da sich niemand mehr darum kümmerte. Wir lernten, dass die Community einen Lieferservice für alles für lau hatte und somit nichts mehr tat, außer saufen und schnüffeln. Deshalb ist es auch verboten, mit einem Benziner hierher zu fahren. Echt, die trinken das Zeug, kein Witz, die trinken Benzin. Deshalb muss jeder, der hier reinfährt, einen Diesel fahren. Eine einsame Nacht im Outback folgte. Es sollten noch viele etliche mehr werden. Bitte nehmt euch die Zeit und genießt mit geschlossenen Augen diese fantastische Abendstimmung im Outback mit Vogelgesang ohne Nebengeräusche. Solltet ihr Fragen, Vorschläge oder Wünsche haben, lasst es mich bitte wissen. Wenn ihr den Kanal mögt, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und bitte abonniert den Kanal, um mehr zu sehen.